So viel zu einem Hausbesuch. Nun muss ich einen Weg in diese Kutsche finden. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel sind Sie? Premierminister, ich bin der neue Leibwächter, Jacob Fry. Ich weiß nichts über einen neuen Leibwächter. Wer ist Ihr kommandierender Offizier? Lass den Burschen ausreden, Dizzy. Madam, verzeihen Sie. Aber Sie schweben in höchster Gefahr. Und die Polizei wollte keine Zeit verlieren. Gefahr? Welche Art von Gefahr? Diese Art. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden. Wo kommen die her? Also, was hat das? Nicht so schnell, Eure Exzellenz. Oi! Komm sofort zurück mit dem Premierminister!
scheinen es unversehrt überstanden zu haben. Das verdanken wir Ihnen, Mr. Fry. Das Verletzte und darauf erwecke ich mein Leben. Das passt perfekt zu seinem ausgesprochenen Mangel an Charakter. Zeigen Sie sich, Letzte, und zeigen Sie sich, Sie verkommene Dreckschleuder! Er wird wohl kaum mit einem Zettel vorne wegmarschieren. Oi! Komm sofort zurück mit dem Premierminister! Fahr zur Hölle, du Hundesohn! Vielen Dank. Was wollen Sie gegen Gladstone unternehmen, junger Mann? Ich versichere Ihnen, Madame Gladstone hat nichts damit zu tun. Aber er versuchte, meinen Mann zu töten. Nun, wir kümmern uns um Gladstone. Vielleicht könnten Sie mir bei einem anderen Problem helfen, Madame. Ein Gentleman mit Verbindungen zum Parlament. Älter, trägt eine Kavallerieuniform und einen langen Bart? Sie scheinen mir ein sehr direkter Bursche zu sein, Mr. Fry. Nun, ja, das bin ich ehrlich gesagt. Und Sie sind vertraut mit den armen Bezirken unserer Stadt? Ein wenig. Wundervoll. Rein zufällig wollte ich ohnehin einmal nach Devil's Acre. Wenn Sie mich begleiten würden, helfe ich Ihnen gerne bei Ihrer Untersuchung. Das klingt nach einer tollen Idee. Also abgemacht. Kommen Sie hierher zur Downing Street morgen Abend um Punkt 8 Uhr. Guten Tag, Mr. Fry. Aber... Schönen Tag noch, Mr. Fry.